Hallo Freunde des Horrors und willkommen zu einer weiteren Folge von The Beast Inside, meiner jetzigen, derzeitigen Let's Play-Reihe. Und wir haben die letzte Folge hier im Gasthaus beendet. Die hatte es ziemlich in sich, muss ich echt sagen. Ich mag mich jetzt noch daran erinnern, auf der Flucht zu sein, uns zu verstecken vor Geister und so. Bin auch ein, zweimal gestorben. Wenn ihr die verpasst habt, nicht nochmal, schaut sie euch noch an. Und jetzt wird es wahrscheinlich gerade gleich düster weitergehen. Wir wissen mittlerweile, dass wir durch den Brief oder Zettel, wo der Detektiv hier im Gasthaus geschrieben hat, dass er Verdacht hat, dass unser Vater, also Nicoles Vater, dafür verantwortlich ist für die mysteriösen Morde und alles. Und er auch die Mine, wo der Vater besitzt, untersucht hat. Und das ist unser nächstes Ziel. Und ich denke jetzt einfach mal, dass wir jetzt versuchen werden, hier den Gasthof irgendwie zu verlassen. Es sieht hier sehr düster aus. Wir hören schon wieder Fliegen. Das bedeutet meistens nichts Gutes. Hier patrouilliert vermutlich wieder irgendein Geist. Und ich sehe schon, wir werden gleich wieder tot in der Ecke liegen. Naja. Wir können darüber und irgendwie vielleicht auch hier hoch. Sieht zumindest so aus. Können wir mal den Stuhl vielleicht hier hinstellen. Nett, also nicht umfällt. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Komm schon, richtig hinstellen. Nein, jetzt ist er gefallen. Naja, gut, es zeigt uns zwar nichts an, dann schauen wir mal weiter. Ist immer toll, wenn wir uns selbst den Weg erschweren. Da hat es eine offene Tür. Diese vielen Ketten, diese schwarzen Ranken hier, diese Wurzeln sind wieder da. Schon ganz schön düster. Viel Blut. Die Ranken leben. Boah, das sieht ja krass aus. Boah, friert mich etwas. Ich bin mir sicher, wir werden ziemlich fett erschreckt. Das ist der dritte Stock, wo wir jetzt sind, oder? Ja. Boah, alles, aber alles ist so. Könnte zwar auch wieder der erste sein. Ja, genau, wir sind hier. Genau, hier haben wir die letzte Folge begonnen. Indem wir hier in den Trakt A gingen. Und so wie es derzeitig aussieht, wir kommen nicht hoch. Wir kommen aber auch nicht runter. Wir werden wahrscheinlich uns den ganzen Weg wieder zurückkämpfen. Abgeschlossen. Okay. Der hört sich größer an. Ich kann zwar, wenn ich geduckt bin, nicht davonrennen. Aber vielleicht sieht er mich ja dann nicht. Ich gehe hier mal noch schauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier noch was habe oder finde. Ja, abgeschlossen. Is it only in my head? Überall Blut, überall diese Ranken. Naja, da sind wir. Wir versuchen in dem Fall hier runterzukommen. Hä? Das heißt, es ist eigentlich klar, wo wir durchgehen müssen. Da nicht. Geh trotzdem schauen. Hier
sollte eh alles abgeschlossen sein. Ja, die Haken sind ja auch drüber. Ich möchte einfach keinen Hinweis verpassen. Aber es ist eigentlich ziemlich klar. Hier ist ja auch gerade irgendein Wesen wieder durch. Jetzt müsste es hier dann die Treppe runtergehen. Ich glaube nicht, dass wir so einfach hier den Gasthof verlassen können. Da wird noch etwas auf uns warten. Und irgendwie will ich auch gar nicht wirklich hier runter. Werden Sie gleich mit Fenster erschreckt? Nein, nicht. Okay. Das ist der Weg, oder? Da kommen wir nach vorne. Hier sieht es wieder schlicht und normal aus. Von dem her sind wir hier sicher nicht richtig. Ja, sind runtergekommen, sind jetzt da und gehen jetzt geradeaus. Hier um die Ecke, nein, hier. Hier gehen wir nicht durch, wir müssen hier durch. I think I'm going mad. Ja, das sieht fast so aus. Wir werden erschrecken. 100 pro kommt was. Ach du Scheiße. Dann würde ich mal sagen, wir rennen da mal irgendwie. Ich weiß zwar nicht wohin. Ja, genau. Bieg da nur mal um. Hallo, hallo, raus, raus. Komm, 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 komm. Boah. Da rennt uns noch einer hinterher. Keine Ahnung. Ja, toll. Und da dachte man schon, wenn man einfach draußen ist, dann haben wir es geschafft. Nein. I'm going mad. Na dann, auf ein neues. Komm, 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 ich würde gerne mal rennen. Jawohl, Strom in die Hosen. So. Hier noch um 10 Ecken rum. Ah, hier, hier. Jawohl. Gut, das haben wir. Ah, dann rennen wir hier mal Richtung Licht. Nicht wieder gleich wie zuletzt. Oh. Okay. Einfach mal dem Licht nach. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Wie gesagt, ich spiele es wirklich zum ersten Mal. Ah! Ist das so, wie ich das sollte? Oh, shit! Ja, ich glaube, bis jetzt bin ich noch richtig, oder? Noch? Und jetzt brechen wir uns das Genick. Na, oh! Ja! Hört sich an, als hätte sich das Genick gebrochen. Scheiße, du. Oh. Voller Adrenalin.
gleich nochmal. Jetzt wissen wir ausweichen. Ich hoffe einfach, ich finde den Weg nochmal. Ah, okay. Zumindest müssen wir nicht mehr von Anfang an. Wir können gleich anfangen, auszuweichen. I have to run. Hab es. Und so, komm schon. Das geht alles ziemlich schnell. So, da sind wir raus. Mal sagen, wir gehen den Kerzen nach. Müssen wir hier runter? Ich habe keine Ahnung, was. Hat er mich? Oder darf ich noch weg? Ja, ich darf noch weg. Nochmal Glück gehabt. Noch. Oh. Ab in das Dunkle. Boah. Ah, Kapitel 7. Ich glaube, wir sind ihn los. Meine Güte. Das war jetzt vielleicht eine Aktion. Wo sind wir jetzt? Aha. Scheint so, als wären wir wieder Adam am Ring an und so. What the fuck is going on? Where am I? How all of a sudden? Did someone knock me out? Geht die Action hier gleich wieder weiter? Why would they drag me here? Die Musik sagt mir auf jeden Fall nichts. How am I supposed to go home? Finde einen Weg nach Hause. Aha, okay, die haben wir noch. Campo. Ich hoffe, die sind mir freundlich gesinnt. Sag mal. Hinkt der ein bisschen? Der lahmt etwas, oder? Mit einer Karte. Wer auch immer dieses Lager errichtet hat, hinterließ eine Karte. Ja, die nennen wir. Wir wissen drei Zonen, da ist Ruinen, Totenkopf. According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that. Da ist noch mehr. Ah, nett, haben wir wieder mal was zu lesen. Ich weiß nicht, wann es genau passiert ist. Ich bin aufgewacht und wusste auf einmal nur, dass meine Frau nicht meine Frau ist. Jemand hat über Nacht ihren Platz eingenommen und gibt nun vor, meine bessere Hälfte zu sein. Ich war entsetzt, ließ mir jedoch nichts anmerken. Ich ging in das Zimmer unseres Jungen, um ihn zu warnen, dass eine bösartige Frau so tut, als wäre sie seine Mom. Er schlief tief und fest, also weckte ich ihn indem ich ihn sanft seinen Schulter schüttelte. Er öffnete überrascht seine Augen und dann traf es mich. Wie ein Blitz, das war nicht mein Sohn. Ich kannte dieses Kind nicht. Ich wusste nur, dass es keinesfalls mein Kind war. Angsterfüllt rannte ich zurück zum Flur. Mir war schwindelig, als stürzte ich mich mit meinen Händen auf mein... Also stützte ich mich mit meinen Händen auf meinen Knien ab und versuchte, dieses Gefühl zu vertreiben. Als ich mich wieder aufraffte, blickte ich in die Augen eines Fremden. »Wer zur Hölle sind Sie?« schrie er mich an. »Was machen Sie in meinem Haus?« Ich antwortete nicht. Ich war wie gelähmt. Ich hatte noch nie solch eine Dreistigkeit erlebt. Doch als ich versuchte, ihn beim Hals zu packen, trafen meine Hände nur auf die harten, kalten Oberfläche eines Spiegels. Der bedrohlich wirkende Eindringling zersprang sogleich in tausend Scherben, wobei er mir eine Stimme schrie. Wobei er mit einer Stimme schrie, die wie meine eigene klang. Jay
Capgras. Was soll das alles bedeuten? Scheinbar findet jemand Spaß daran, all diese Mumpitz aufzuschreiben. Keine Ahnung, aber wir nehmen den Mumpitz mit. So. Was haben wir hier? Eine Kurbel. Ich wette, dass ich damit irgendetwas öffnen kann. Ja, diese Wette wirst du gewinnen. Das wirst du ziemlich sicher machen können. Das war mal ein Zelt. Ich nehme an, die anderen beiden können wir gar nicht erst betreten. Und ich habe hier trotzdem keine Ahnung, wo genau wir uns hier befinden. Wir haben zwar eine Karte mit vielen Kreuzen. Ich denke mal, die Kreuze bedeuten nicht wirklich etwas Gutes für uns. Ich könnte auch rennen. Aha, okay. Für was die Kurbel ist, haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Aha. Ja, 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 ja. Komm schon. Ich dachte schon, so schwierig kann hier das auch nicht sein. Verschaffe dir Zugang zur Höhle. Habe ich die Machete noch? Machete ist noch da, Bolzenschneider ist noch da. Ja, Kletterseil ist auch noch da. Nein, Greifhaken, Taschenlampe. Wir sind ja für alle Fälle gerüstet und gewappnet. Mal am Ende hier. Ich würde mir mal behaupten, das wird die Höhle sein, oder? Gibt es hier noch ein? Nö. Einfach gleich mal hier hin. Vermutlich hier in der Schlucht. Ist die Ruine. Das wollte ich eigentlich nicht. Ui, ich habe, glaube ich, die Camper gefunden. Was für ein düsteres Bild. Okay, das ist ziemlich düster. Jesus fucking Christ. They're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here in this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck, 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 fuck. Alle guten Dinge sind vier. Du hast noch einen Fuck vergessen. Aber eins kann ich euch sagen. Ich denke nicht, dass das die Sowjets sind. Ja, gehen wir sie mal anschauen. Hier geht es zu einer Brücke. Es heißt ja eigentlich, untersuche die Höhle. Aber da war noch nicht keine Höhle. Also, ernsthaft, ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Weil wir sind ganz woanders. Und vorbeigegangen bin ich kaum an der Höhle, sondern die ist noch gar nicht aufgetaucht. Da kam ich her. Also nach vorne. Da drüben ist auch noch was. Aber wo ist die Höhle? Muss ich mal in die Höhe schauen. Ah,
Er sagt, untersucht die Höhle. Am Schluss muss ich trotzdem dort drüber. Also bei der Ruine durch. Weil hier habe ich, glaube ich, nichts übersehen. Ein riesen Funkmast. Nein. Ja, dann gehen wir wieder zurück zur Ruine. Ich denke, wir werden die Höhle dann schon noch entdecken. Hier ist auch nichts, nein. Dahinter ist ja die Treppe. Treppe. Bäh. Die Brücke meine ich. Ja, da muss ich bei den Leichen durch. Und hier drüben auch noch ein Weg, oder? Nein. Kann ich nichts machen. Na dann. Gehen wir rüber. I'd better hurry. Emma's on her own back there. Ja, also ich fühle mich hier alleine auch nicht gerade so pudelwohl. Ah, das ist wohl die Höhle. Dann stürze ich mich gleich in den Tod. Nein. Schon so in der Nöte. Bahne dir einen Weg durch die Höhle. Jetzt runter? Nein, ist eine Lache, eine Pfütze. Hm. Eine Schaufel. Boah. Wie krass ist das denn? Scheiße. Was erwartet mich hier noch? Ist ja unglaublich. Christ, ist das... Hä? Aber ist das Metall im Kopf? Ja. Oh, fuck, fuck. Almost there. What is going on? Krasse Geschichte, boah. They must have poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Also, das hat ja nicht so gespiegelt oben, die offene Stirn. Das war doch Metall. Spitzhacke habe ich jetzt auch noch. Na, die werden wir sicher brauchen, um uns den Weg hier durchzubannen. Es lädt. Von dem her wird wahrscheinlich wieder eine Szene kommen, wo wir sterben könnten. Wasser. Was war da? Aha, okay, ist klar, für was ich die Spitzhacke brauche. Das bricht. Nein. Halten diese zwei großen Steine hier? Wahrscheinlich. Ja, bis jetzt schon. Okay. Die sieht auf jeden Fall nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ja, natürlich. Da gibt's nicht wirklich einen anderen Weg, nein. Vielleicht rennen wir mal ein bisschen schneller rüber. Hallo, ich hab's noch.
und schöpft uns gleich wer wieder. Meistens ist ja dann wieder einer vor uns. Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know they're so good tricks. I won't let them know I saw them though. I'll play their game, but on my rules. Wir sind ja immer noch hier drin, ne? Wo würde ich hier hinkommen? Gibt's hier noch was zu entdecken? Oder einfach so ein irreführender Weg? Ja, scheint so. Ich bin jetzt doch schon irgendwie 3 Minuten nicht mehr erschreckt worden. Von daher müsste es ja jetzt wieder nahe sein, oder? So, mal eine gedückte Situation. Komm. Waren wir hier nicht schon mal einfach auf der anderen Seite? Komm, auf. Mach mal auf. Jetzt müssen wir hier sicher ausweichen. Oder ist es eine Truhe? Keine Truhe. Ah ja. Ja, ich meine. Oh, sechsstellig. Das bekommen wir hier auf jeden Fall wieder zurück. Hier haben wir. Ah, hier haben wir das. Ui! Ui! Und wo stehe ich jetzt? Hier. Okay. Ich sehe schon. Da steht. Ist das ein U? Ein U gleich B. Ja. Okay. Aber wisst ihr was? Dieses Geheimnis und was sich hier in dieser Truhe befindet, das werden wir uns erst in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel atemlose Momente wie ich in dieser Folge. Das war ja der volle Stress, ehrlich. Und es würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Also dann, bis bald. Tschüss zusammen.